Ist doch alles nur ein Spiel? Falsch! Es ist so viel mehr als das. It was alright. You loved it. Yeah, I kinda did. Egal ob Adrenalinschübe im Multiplayer-Match oder der emotionale Fleischwolf in Storygames für die Ewigkeit. Echt krass, was manche Spiele mit uns machen können. Übertreiben wir es da selbst manchmal ein bisschen? Entscheidet selbst. The Last of Us Part 2 ist mehr als nur ein Spiel. Es ist eine Erfahrung wie keine zweite. Und was macht man nach so einem wilden Ritt? Klar, gleich nochmal von vorne anfangen, aber abgesehen davon, man verewigt seine Zuneigung. Soll ja schließlich jeder sehen, dass wir Veteranen der Pilz-Postapokalypse sind. Aber wie wird man so einem Gaming-Meilenstein wirklich gerecht? Schließlich haben wir um beste Freunde getrauert, haben Abby verflucht und dann doch irgendwie ins Herz geschlossen, geweint und zum Glück auch gelacht. Aber nach allem, was wir in Jackson, Seattle und Santa Barbara durchgemacht haben, reicht selbst die vollständigste Trophäensammlung nicht. Das Ganze muss auch wirklich greifbar sein, auch außerhalb des PSN. Die neuesten It-Pieces aus dem Gear Store, das riesige Poster über dem Sofa, die Ellie-Figur im Regal, der Firefly-Anhänger um den Hals und das Wallpaper auf dem Smartphone. Und die Vinyl-LP des Soundtracks ist auch ein Muss, ganz klar. Das alles ist schließlich ein Ausdruck der Liebe. Eine bleibende Ingame-Erinnerung für die Offline-Zeit. Klar, wir haben auch unsere Freunde und Familie gern, die müssen aber nicht unbedingt als Tattoo auf Spine oder als Foto auf ein Shirt. Ellies Tattoo allerdings schon, denn das darf ruhig die ganze Welt sehen. Wenn wir beim nächsten Playthrough dann wieder ein ganzes Wochenende durchheulen, weil das alles so aufwühlend ist, muss das aber nicht unbedingt jeder mitbekommen. Das behalten wir dann lieber für uns. Bist du okay? Es gibt Spiele, die sind so groß, dass wir soziale Verabredungen canceln, das Handy auf Flugmodus stellen und die ganze verdammte Nacht und das komplette Wochenende darin versenken. Moment mal, haben wir Wochenende gesagt? Wochen! Ohne Ende! Horizon Zero Dawn und andere 200-Stunden-Spiele sind eben was ganz Besonderes. Aber was passiert danach? Genau, sie gehen uns in Fleisch und Blut über. An Aloy, Gaia und Hades denken wir jedenfalls auch noch nachts in unseren bewusstlosen Cutscenes, wie hieß das gleich, Träume. Das war's. Das führt dann auch schon mal dazu, dass wir tagsüber Freunde und Verwandte mit Geschichten aus dem Spiel volllabern. Ganz so, als wären sie uns wirklich passiert. Also, ich bin da so auf meinem Roboter-Dino durch den Wald geritten und auf einmal sehe ich da diesen niedlichen kleinen Waschbären und dann die 70-jährige Dame, die da morgens neben uns in der U-Bahn saß. Okay, auch die weiß jetzt von uns, Aloy und der Maschinenzukunft. Und sie wirkte zumindest nicht ganz uninteressiert. Nur unsere Level-Abschnittsgefährten. Die sind manchmal ein bisschen zu unenthusiastisch. Auf, hey Schatz, ich bin nur noch eine Trophäe vor der Platin in Horizon, folgt da meist eher sowas wie, oh wie toll. Und wie wär's, wenn du mal unsere Steuererklärung platinierst? Wir bleiben dran. Versprochen. Vor kurzem hat die US Air Force die Existenz von UFOs offiziell bestätigt. Bei manchen Objekten können selbst hochtechnisierte Militärgeräte nicht erkennen, was da durch die Lüfte fliegt und warum die den physikalischen Gesetzen nicht folgen. Wenn ihr uns fragt, die sollten mal lieber prüfen, ob da nicht vielleicht ein paar Controller dabei waren. Sicher, dass da in der Airbase nicht einfach jemand bei NHL 22 oder Madden 22 ausgetickt ist, würde uns jedenfalls nicht wundern. Auch wenn es eigentlich gegen die DualShock-Gebote ist, bei FIFA 22 und Co. verliert man eben schon mal die Nerven und zündet ein paar unfreiwillige Geschosse außerhalb des Spiels. Das liegt aber einfach nur daran, dass sich das alles eben so echt anfühlt. Den entscheidenden Elfmeter durften wir damals in der F-Jugend nicht schießen. And it goes, that seals it. Aber hier steht auf einmal die verdammte Champions League auf dem Spiel. Damit uns nicht der innere Jürgen Klinsmann in die Werbetonne durchgeht, basteln wir mal lieber die Sicherheitsbänder der Move-Motion-Controller an den DualShock, damit beim nächsten Kick in der Mittagspause wirklich nur die Flanken fliegen und uns der Ausgang des Champions League-Finales an der Konsole nicht den Job kostet. Und hey, was im Anstoßmodus passiert, das bleibt im Anstoßmodus. Crash Team Racing Nitro Fueled nehmen wir ernster als damals die Theorieprüfung in der Fahrschule. Die Theorie der Wumperfrüchte und Speedbooster ist ja auch leichter als die STVO. Und es geht um viel mehr. Um tausendstel Sekunden und den Platz ganz oben auf dem Treppchen. Das gilt für alle anderen Rennspiele aber übrigens auch.
Egal ob Gran Turismo Sport, Need for Speed oder Death Stranding Director's Cut. Was wir da auf dem Tacho haben, geht auf keinen echten Motor. Aber nicht nur in der Theorie, auch in der digitalen Racing-Praxis sind wir noch ein bisschen investierter. Auf der Sofakante legen wir uns in jede Kurve, den Finger immer am Gaspedal, mit vollem Körpereinsatz. Wer bremst, verliert? Falsch. Wer richtig bremst, gewinnt. Den Lappen zu verlieren, wäre echt nichts dagegen, die Controller-Lizenz entzogen zu bekommen. Worauf könntet ihr denn einfacher verzichten? Das Lenkrad oder den DualSense-Controller? Like fürs Lenkrad, Kommentar für den Controller. Mit unserer Leidenschaft dafür sind wir vielleicht manchmal ein klitzekleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber wir haben eben Benzin im Blut. Also nicht wortwörtlich, wäre auch ungesund und voll die Umweltverschwendung. Aber an der Konsole können wir unseren Bleifüßen ja zum Glück gefahrlos Auslauf geben. Und die Cops in Most Wanted sind ja auch nicht ganz so nachtragend wie die echten. Wie das wohl im März mit Gran Turismo 7 wird? Wir können das ja mal ganz unverbindlich für euch testen. Erstmal nur eine kleine Probefahrt. Vielleicht so ein 24-Stunden-Rennen, um langsam ein Gefühl für alles zu bekommen. Und bis dahin bleiben wir bei Crash, Coco und Co. Das wird noch Konsequenzen haben. Was früher von unseren Eltern wie eine Drohung klang, lieben wir heute in Spielen wie Life is Strange. Klar, nicht immer zählen alle unsere Handlungen wirklich so viel, wie man uns vormacht. Aber das Spiel gibt uns das Gefühl. Und es sind ja nicht einfach nur beliebige Optionen. Es sind lebensverändernde Entscheidungen, die wir hier treffen. Vor allem, weil diese Figuren uns etwas bedeuten. In True Colors, Alex, Gabe, Ethan, Steph und Ryan, aber natürlich auch Chloe, Max und all die anderen. Die sind alle fester Teil der Memory Card unserer Herzen. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. Und wenn wir ganz ehrlich sind, im Grunde sind sie für uns so wichtig wie echte Freunde. Was wir zusammen durchgemacht haben, hat eben einfach so schön wehgetan. Egal ob in Arcadia Bay oder in Haven Springs. Und der Soundtrack dazu erst. Wir sind immer noch hin und weg von Phoebe Bridgers im neuen Record Store. Sorry, Computer DJ. Jetzt bin ich dran. Gut, dass es mit dem Wavelength DLC gerade erst Nachschub gegeben hat. Da können wir uns auch nochmal ganz neu in Steph verlieben. Nach Before the Storm und True Colors schon zum dritten Mal. Am Ende kann man nämlich nur sagen, je mehr man investiert, desto mehr kann man zurückbekommen. Das ist in Games genauso wie im echten Leben. Und das ist doch definitiv nichts Schlechtes, oder? Aber nehmt das jetzt bitte bloß nicht als Finanztipp oder so. Davon verstehen wir nichts. So, Insider, jetzt seid ihr dran. In welches Spiel habt ihr zuletzt mehr Schweiß und Tränen investiert, als irgendjemand sonst nachvollziehen könnte? Ab in die Kommentare. Abo und Glocke sind auch ein gutes Investment. Und dann sehen wir uns garantiert im nächsten Video.